Guten Morgen, guten Morgen. Am Sonntagmorgen um 8 Uhr. Ganz, ganz früh. Mal schauen, wer hier schon wach ist. Ob überhaupt schon jemand hier wach ist in der Gruppe. Wenn du mich sehen und hören kannst, dann schenk mir doch gern mal einen Daumen hoch oder ein Herzlein, dass ich weiß, dass ich gut zu sehen und zu hören bin. Muss mal den Lautsprecher hier ein bisschen lauter machen. Ich hoffe, man hört mich. Genau. Ja, ich bin eigentlich auf dem Weg in die Sauna, aber ich musste jetzt einfach mal nochmal live gehen, weil ich ja so in Gedanken gerade so bei dir bin und habe mal drüber nachgedacht, was so der Unterschied auch ist. Insbesondere gestern hat mich das so den ganzen Tag beschäftigt, von denjenigen, die wirklich im Leben dann aus ihrem Dilemma, sage ich jetzt mal, ich habe das bei mir früher immer als Dilemma oder auch Schlamassel bezeichnet, als ich noch nicht in dem Leben war. Hallo liebe Karin, guten Morgen. Als ich noch nicht ja, mir das Leben kreiert hatte, wie jetzt, wo ich noch so davon geträumt habe, habe gerade gestern noch mit meinem Mann drüber gesprochen, als ich noch da am Schreibtisch gehockt hatte, im Büro und ja, im Internet gesurft hatte und den einen oder anderen gesehen habe und gedacht habe, oh, sowas hätte ich doch auch gerne. Ich würde doch auch gerne mir ein ganz anderes Leben gestalten und sowas. Und deshalb habe ich mir gestern auch mal so viele Gedanken drum gemacht, auch um dich jetzt hier in der Gruppe, was so der Unterschied ist zwischen denjenigen, die dann doch irgendwann die Kurve kriegen. Mit Kurve kriegen meine ich jetzt wirklich sich ihr Leben so gestalten, wo der Kopf und der Denker natürlich sagt, boah, wie soll das gehen? Das kann ja gar nicht funktionieren und, und. Und zu denjenigen, ja, die halt einfach stecken bleiben weiter, die weiter Schleifen drehen. Und das Ding ist, und so war es ja bei mir auch, dass ich irgendwann wirklich mal eine Entscheidung getroffen habe, verdammt nochmal, ich will da raus. Ich will das alles so nicht mehr. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wenn ich die Entscheidung oder du die Entscheidung getroffen hast, so will ich jetzt nicht mehr weiter, dann habe ich mich auch gefragt, welche Gewohnheiten, die ich tagtäglich mache, lassen mich denn eigentlich noch weiterhin feststecken? Welche Gewohnheiten, die ich mache tagtäglich, die mich auf eine gewisse Art und Weise ins Handeln bringen, bringen mich aber nicht weiter. Und es wäre so eine kleine Aufgabe, die ich dir mal für heute mit auf den Weg gebe. Bring dir mal ein Beispiel. Eine Gewohnheit, die mich nicht weitergebracht hat, ist, im Internet rumzusurfen und zu sehen, wie andere erfolgreich sich auf den Weg zu ihrem Herzen begeben, in sich investieren, also auch alles dran setzen, in sich zu investieren, sich an die Hand nehmen lassen, sich einen Mentor an ihre Seite holen und ja, sich dann auf den Weg einfach begeben. Denn das habe ich auch jahrelang gemacht und das war eine Gewohnheit, die mich nicht weitergebracht hat. Einfach nur zu gucken, was andere machen oder mir auch mal wieder im Buchhandel ein Buch zu kaufen. So erreichst du deine Träume, so hörst du auf, so wünschst du richtig oder richtig wünschen und ach, was gibt's denn da draußen alles? Dann habe ich mir mal Inspirationskarten gekauft, ich will jetzt keine Namen nennen, weil das ist ja alles gut, das sind ja alles gute Ansätze und so. Habe nochmal das Buch gekauft und da mal ein Video entdeckt und auf YouTube mal darum gestöbert und hatte da so einige Kanäle, wo ich meine Zeit mit verbracht hatte. Hallo liebe Evelyn, guten Morgen. Und
Ja, so verschiedenste Gewohnheiten habe ich einfach an den Tag gelegt, wo ich dachte, das sind Inspirationen, das bringt mich weiter. Dem war aber nicht so. Ich habe letzten Endes, habe ich mich weiter im Kreis gedreht. Weil mit diesen ganzen Inspirationen, sei es durch Bücher lesen, sei es durch eine fünfteilige Online-Serie, sei es durch jeden Morgen mir eine Inspiration nehmen, um besser in den Tag zu starten. Oder ich hatte da mal auch so ein Inspirationsset mit Karten und einem Buch dazu und einem Begleitbuch dazu. Das hat mich alles nicht weitergebracht. Das war keine gute Angewohnheit von mir. Das hat mich ein bisschen tagsüber in eine andere Stimmung gebracht, ja, aber es hat mich nicht weitergebracht. Und das So hatte ich mehrere Gewohnheiten natürlich. Und das würde ich dir mal gern mit auf den Weg geben. Schau mal, wo du Gewohnheiten hast. Oder schau dir vielleicht im ersten Schritt mal deine Gewohnheiten überhaupt an. Was du tagsüber so alles machst. Egal was, sei mal bitte radikal ehrlich zu dir. Was du tagsüber alles machst. Und dann schau dir mal an, diese Gewohnheit, geh mal Schritt für Schritt jede einzelne Gewohnheit durch. Und schau mal und frag mal radikal ehrlich, bringt mich das wirklich weiter? Bringt mich das wirklich in das Traumleben, das ich wirklich haben möchte? Dann ändere die Gewohnheiten. Dann ändere die Gewohnheiten. Eigentlich ganz einfach und doch so schwer. Weil dann kommt nämlich das Ding, dass dann natürlich, wenn es dann darum geht, ja, vielleicht auch in sich zu investieren, weil ohne das geht es letzten Endes auch nicht, dann kommen so die Ängste auf, boah, jetzt geht es ja wirklich darum, meine Komfortzone zu erweitern. Jetzt geht es ja wirklich darum, raus aus dem Schlamassel zu kommen. Denn glaub mir, diejenigen, die jetzt zum Beispiel, nur mal um das jetzt als Beispiel zu holen, die am Freitagabend mit Sabrina und mir in dem Thinking into Results Programm gestartet sind, niemand von denen ist es leicht gefallen. Die haben gesagt, boah, ich investiere jetzt mal so locker 4.900 Euro. Aber sie haben eines für sich entschieden. Ich will es künftig leichter haben. Ich will es künftig leichter haben. Ich will mir jetzt endlich mal diesen ganzen Kram, unter anderem auch an Gewohnheiten, der in mir ist, so diese Ablenkungsmanöver, wo ich zwar auf dem Weg bin und die sind alle schon ganz gut unterwegs, aber ich will jetzt endlich mal so den Turbo einschalten. Ich will endlich den Turbo einschalten und auch aufhören, mir tagsüber Geschichten zu erzählen, die mich dann letzten Endes noch mal ein Stück weit feststecken lassen, die mich noch mal glauben lassen, dass hier ist jetzt wichtiger, die mir erzählen, wenn ich jetzt, muss jetzt zuerst noch das machen und dann das. Das sind auch alles Gewohnheiten, diese Ablenkungsmanöver, das sind auch alles Gewohnheiten, wo wir uns Geschichten erzählen und nicht wirklich in die Pötte kommen. Und das hat mich ja auch damals, als ich mich auf diesen Weg begeben habe und angefangen habe, Mentoren an meiner Seite zu haben, zu dem entscheidenden Schritt wirklich weitergebracht, weil ich da wirklich mal gelernt habe, auch wirklich reinzuschauen, was da in mir an Ablenkungsmanöver, an Gewohnheiten in mir drin ist, die mich haben auf der Stelle treten lassen oder die mich nur so ein kleines Stück haben weiterbringen lassen, die so Fünkchen in mir erweckt haben, da könnte es hingehen, aber ich bin nicht wirklich weitergekommen. Und das beobachte ich jetzt einfach nochmal bei den Teilnehmern, die jetzt in dem Programm sind, bei Sabrina und mir, in welcher Energie die sind, in welchem Statement die sind, wie sich zum Teil auch mit der Entscheidung was schon geändert hat. Gesundheitlich jetzt einfach zum Beispiel mal. Allein mit der Entscheidung, da jetzt durchzustarten. Und wenn ich das so wahrnehme, diese Energie,
Es ist für mich so schön zu sehen. Und deshalb habe ich mir so viele Gedanken einfach auch um dich hier gemacht, gestern. Was ich dir jetzt noch mit auf den Weg geben kann, als weiteren Impuls, dass auch du ja wirklich mal den nächsten Schritt in deinem Leben machst. Und mal wirklich anfängst, dir die Geschichten zu erzählen, die dich jetzt dann auch endlich da rausholen aus den Dingen, die du eigentlich gar nicht mehr willst. Und deshalb setz dich doch mal gerne hin und lass mal so einen üblichen Arbeitstag Revue passieren. Und dann schreib mal die Gewohnheiten auf. Die Handlungen, die du so tagsüber machst. Und dann hinterfrag mal, jede einzelne Handlung, Gewohnheit, bringt diese Gewohnheit, diese Handlung dich wirklich weiter? Oder erzählst du dir eine Geschichte zu dieser Gewohnheit, zu dieser Handlung, die eigentlich ein Ablenkungsmanöver ist, die dich eigentlich doch nicht auf dem schnellsten Weg dorthin bringt, wo du eigentlich hin willst? Ja? Und mach's bitte schriftlich, nicht nur drüber nachdenken. Schriftlich machen, ganz wichtiger Aspekt, weil unser Denker, unser Verstand, der ist da so gut aktiv, der lässt dich nicht mehr dran erinnern. Mach's schriftlich. Hol dir mal so einen ganz hundsgewöhnlichen normalen Arbeitstag und schreib dir mal deine Gewohnheiten, deine Handlungen auf. Das hängt ja miteinander zusammen, was du dazu machst. Und dann sei mal radikal ehrlich zu dir, ob dich diese jeweilige Handlung, Gewohnheit wirklich, Achtung, wirklich zu deinem traumhaften Leben, zu deinem großen Ziel bringt oder ob es letztendlich nur eine Geschichte ist, die du dir erzählst, und diese Geschichte glaubst du natürlich, dass du genau das jetzt erstmal machen musst und dann kann das erst geschehen. Denn solange du Dinge tagsüber machst, viele Dinge machst, auch wenn du jetzt denkst, ja, aber, sei ehrlich zu dir, es sind alles Geschichten, die du dir erzählst. Hallo, liebe Birgit, guten Morgen. Es sind alles Geschichten, die du erzählst und mit diesen Geschichten erschaffst du dir ja letzten Endes deine Lebenswirklichkeit im Außen. So, und dann sei auch mal radikal ehrlich zu dir und schau mal, ob du auf einer ganz neutralen Ebene oder vielleicht hilft sie, das hat mir immer geholfen, dass ich mich einfach quasi mir vorgestellt habe, ich stelle mich neben mich und schaue mir diese Gewohnheiten an als Außenstehende. Was würde ich jetzt der Irmgard als Außenstehende sagen, wenn ich mir anschaue, was sie jetzt an Handlungen, an Gewohnheiten tagsüber macht, was auch immer es ist, was unbedingt geändert werden darf, damit sie auf dem schnellsten Weg zu ihrem Ziel kommt. Damit dieses große Ziel wirklich auf dem schnellsten Weg erreicht wird. Mit welchen Gewohnheiten sollte sie aufhören bzw. sie anders machen? Ja? Also, geh mit Freude da dran, aber mach's und mach's vor allem schriftlich. Mach's schriftlich, damit du das wirklich, wie man so schön sagt, schwarz auf weiß hast und sei ehrlich zu dir. Das wird dich einen großen Schritt weiterbringen. Okay, alles Liebe, hab einen wunderbaren Tag, genieß den Tag und hab Freude jetzt dabei, mal Klartext mit dir selbst zu schreiben über deine Gewohnheiten, die dich bislang immer noch daran hindern, dass du nicht jetzt schon dort bist, wo du eigentlich hin willst. Dass du immer noch, ja, wie ich es früher bei mir genannt habe, rumgeeiert habe und rumgedümpelt bin, während andere dann ja an mir vorbeigezogen sind, wie auch immer. Okay, und du kannst es dir doch einfacher machen. Du kannst doch auf einem schnelleren Weg dahin kommen. Muss doch nicht sein, dass du weiter rumdümpelst. Hallo, liebe Nicole, guten Morgen. Okay, also ganz liebe Umarmung, genieß den Tag. Ciao.